Athletin und in der Klasse bis 95 Kilo über 302 Minuten. Ich begrüße als erstes in die blaue Ecke vom Chicon Fight Club aus Schwenningen, Robin Belaidi. Kickbox-Team aus Frankfurt. Turbo Valencia! Da kommen sie wieder, die Jungs aus Frankfurt. Die Jungs um Apache. Uns begleiten in den Ring Turbo Valencia. Und er trifft auf Robin Belaidi vom Fight Club Villingen-Schwenningen, Chicon Fight Club. Es geht bis 95 Kilogramm, also nicht über 95 Kilogramm, aber auch schwere Jungs, die ja ihre Arbeit gleich verrichten werden über 3 Runden à 2 Minuten. K1 und Robin Belaidi, 11 Kämpfe, 9 Siege, 5-mal durch K.O. gewonnen, er hier. 2 Niederlagen und gegenüber Turbo Valencia 4 Kämpfe, 2 K.O.-Siege und das war es dann. 4 Siege natürlich, das muss man dazu sagen doch. Also sind wir mal gespannt, wer hier das bessere Ende für sich haben wird. Ja, Patsch, wie man ihn kennt. Immer Adrenalinspiegel bis unter die Haarspitzen. Eine Tatsache, die bei Turbo Valencia manchmal fehlt. Letzten Kampf hat er zwar gewonnen, war Apache aber alles andere als zufrieden mit seinem Schützling. Und ich denke, er erwartet jetzt hier in diesem Kampf gegen Robin Belaidi eine Leistungssteigerung. Aber der fängt ja schon mal recht aggressiv an. Stürmt er auf Valencia zu und setzt hier die ersten guten Treffer. Knie eingesetzt, Links-Rechts-Kombination. Tja, da will er mal ganz kurz da abtatschen und Valencia setzt sofort nach und trifft auch sofort mal dahin, wo er nicht hintreffen sollte, nämlich in den Unterleib von Belaidi. Ich denke mal, das wird hier noch ein heißes Kämpfchen werden. Beide sehr aggressiv. Turbo Valencia wartet da voller Tatendrang in seiner neutralen Ecke. So, Filipovic sagt, so Freundchen, das machen wir auf. Na, also hast genug Trefferfläche da, oberhalb der Gürtellinie. Dann hau bitte dahin. Er versucht ja gleich mal ein bisschen die Aggressivität rauszunehmen, Filipovic. Bin mal gespannt, ob ihm das gelingt. Ah, wunderbarer Kick hier von Valencia. Setzt er nach. 2-3 Mal dazu Kopf durchgekommen von Belaidi. Na, bislang reife Leistung hier vom Frankfurter. Apache leitet ja ein großes soziales Projekt aus seinem Vereinsheim. Kosmos heißt das heraus. Holt er Jugendliche von der Straße, versucht sie über den Kampfsport wieder zu integrieren, was ihm bei vielen Kämpfern schon gelungen ist. Ein Vorzeigeprojekt par excellence. Thank you.
Ende der ersten Runde. So, die erste Runde würde ich mal ganz klar an Tomo Malencia geben. Robin Belaidi hat da stark angefangen, aber dann kam er nach hier, war mal dieser Drehkick, der war zu tief. Dann das Knie von Belaidi. Auch mal die rechte, die da durchgekommen ist. Guter Anfang vom Mann aus Villingen-Schwenning, aber so ab der runden Hälfte, da hat dann Tomo Malencia aufgedreht und die Sache hier zumindest in Runde 1 erstmal für sich entschieden. Runde 2. Los geht's. Bin mal gespannt, ob Malencia da weitermacht, wo er Runde 1 aufgehört hat. Ja, erstmal wieder guter Beginn von Belaidi. Ja, die rechte von Tom Malencia da nochmal nachgesetzt mit der rechten Kick zum Kopf. Jetzt ist er dran, jetzt ist er aggressiv, jetzt ist er erstmal am Boden, Robin Belaidi. Was macht Filipovic? Wäre der erste als Niederschlag oder eher als Ausrutscher? Filipovic meint, war Ausrutscher, aber er setzt jetzt nach, nochmal. Macht Druck. Tomo Malencia, da kommt die rechte voll durch zum Kopf. Bis 1,98 Meter waren es aus Villingen-Schwenningen und Filipovic hat halt einige solcher Kämpfe schon abgebrochen. Er gibt das Ganze nochmal frei. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wer Tomo Malencia kennt, der weiß, dass er jetzt hier ein Feuerwerk abbrennen wird, dass er diesen Kampf vorzeitig beenden möchte, dass er einen weiteren K.O.-Sieg da auf seinem Kampfrekord stehen haben will. Ja, und das sagt er selber, Belaidi, nee, Junge, da hat er mich hart getroffen am Jochbein, ich höre auf. Wahrscheinlich hat er auch gemerkt, dass da irgendwas passiert ist. Zack, da war der Schlag nochmal. Und nochmal hier diese Aktion. Da geht er zu Boden und denke mal, er hat sich da verletzt. Der Robin Belaidi hat selber gesagt, nee Jungs, hat alles keinen Sinn. Ich gebe den Kampf auf. Schmerzen sind zu groß. In seiner Ecke Andreas und Michael Beckert vom Chicon Fight Club Villingen-Schwenningen. Okay, und er hier hat den nächsten Sieg eingefahren. 26 Jahre, 1,92. Toma Malencia, ein Kroate in Reihen, der Apache-Kämpfer aus Frankfurt. 5 Kämpfe jetzt, 5 Siege und wie es sich gehört, auch hier die Siegerehrung. Ja, wenn er hier an diese Leistung anknüpft, der gute Tomo Malencia, dann werden wir sicherlich auch bei den Apache Fight Nights noch einige gute Leistungen von ihm zu sehen bekommen.